Ich habe dich und jetzt auch den Freund noch eingeladen in eine Sitzung. Warte, ich joine dir. Er hat geschrieben, er hat wohl Bock mitzumachen. Aber da muss der andere spielen, es kann ja nur einer ja, den Truck nehmen. Dann müssen die ja dann eigentlich ein Polizeiauto nehmen, ne? Rein theoretisch. Um mitfahren zu können. Also zum Freakshop. So, ja, was wir letztes Mal auch hatten, wegen dem Außendranhängen, ne? Genau. Ja, ich glaube, da konnte man ja aber persönliches Fahrzeug dann bestellen Ach und so. nutzen. Und damit konnten wir doch auch dann den Truck anschieben, Stimmt, ja. beschleunigen. Soll ich da euch einfach jetzt einladen oder lädst du ihn dann ein? Genau. Okay, warte, da So ist startet. wahrscheinlich am einfachsten. So, online. Auf ein neues, weil es so schön war. Als er angefangen hatte, dem zu helfen, war der noch Level 83 Ach gewesen. so? Und mittlerweile hat er auch schon fast alles. Krass. So, warte. Aber er hat selber eine ganze Menge gefarmt. Ach, gefarmt, also fahren oder farmen? Farmen, Ach so, also okay. viel Kajo gemacht, Ja. Casino und so. Ach ja, genau. Ich muss da einladen. Ja. Pass vercheckt. Ja. Ach, das war schon die letzte. Ah. Boah, bei Casino kann er uns auch gut helfen, weil bei Casino ist Gold. Und Gold schafft man zu zweit nicht komplett Ja. einzusammeln. Protection or In San Andreas, we recycle everything, including the tired old adage that we're going to pull ourselves out of this financial shithole, fuck. but you can pull yourself out of Okay, it. das ist sowieso Ich jetzt. denke, er hat schon. Okay, ja, das wäre sowieso jetzt gerade abgelaufen. Schätze, man braucht ungefähr vielleicht 2 Sekunden, ne, um das auszuwählen. Nein, ja. Also sobald dann jemand anderes neu Ja. drin ist, wenn man dem so 3 bis 5 Sekunden gibt, dann sollte er eigentlich schon fertig Eigentlich sein. schon, ja. So. Sag mal. Er hat die neue Karre. Warte, da fahre ich mit dir mit. Ja. Mhm. Ging ja kürzer. Okay, er kennt wohl noch kürzer. So. Aber die Panzerungen sind wirklich einfach nur ein Witz in dem Spiel. Oder sagen wir mal, die Gegner sind einfach zu stark, sagen wir es mal so. Die NPCs hier jetzt in diesen Missionen sind schon sehr stark, ja. Ja. Also ungefähr hier ab Drug Wars hatte das angefangen, dass die NPCs so stark gemacht wurden. Ja, warte, ich gehe auf die andere Seite. Da frage ich mich, weil du kannst ja den Schwierigkeits aus der Schwierigkeitsgrad auswählen, wie dann schwer wäre. Sehr schwer. Also, das hier auf Normal kann man gerade so schaffen alleine. Aber auf schwer würde ich behaupten, braucht man schon zweiten. Ja.
Oder man muss wirklich, weiß ich nicht, das so heftig trainieren. Ja, ja. Aber es wäre zumindest cool, wenn das Teamleben halt ne, um eins steigen würde, wenn man zu dritt spielen würde. Was steigen würde? Das Teamleben. Wir hatten vorher eins, jetzt haben wir auch noch eins. Jein, also man ist ja auch stärker gemeinsam. Na gut, das stimmt, ja. Habe ich gar nicht gesehen. Welches Level hat er? 286. Ah. Oder 68. Hm. Ah, 87. Mhm. Lol, was ist mit dem passiert? So, okay. Can you fly this thing? Einigen ist in der Box. Würde es sich verstecken vor uns oder? Schätze mal, dass er flüchtet, ja. But I'm afraid your time is up. Hätte ihn so gern gekillt, ne? Allein schon für das, was er Michael angetan hat, oder? Genau, ja. Ah, jetzt fliegt er wahrscheinlich, ja, ne? Ja. Ah, oh, da kriegt er ihn. Okay, dann hol ich mir mal ganz schnell ein Taschentuch. Ich bin gleich wieder da. Alles klar. Meine Nase bringt mich gerade um. Erkältest du dich? Was? Erkältest du dich? Ich weiß nicht, ich habe heute früh, habe ich mir auf jeden Fall Boxer Grippal reingeworfen, weil ich mich extrem, weiß nicht, so krank gefühlt habe, aber jetzt geht's. Aber ich habe eigentlich gefühlt immer Schnupfen. Boah, das spricht auch wieder für viel Stress. Oh ja, ja. Und ich habe viel zu lange schon Nasentropfen. Das kommt dann auch noch mit hinzu. Ah. Ja. Das Problem ist. Oder das Spray? Jetzt Spray. Aber ich habe jetzt eine Kindervariante mir geholt, weil ich jetzt langsam von den Nasentropfen wegkommen möchte. Das Problem ist, ich habe auch hier so Tierhaarallergie. Dann habe ich hier Hausstaubmilben auf übelste Sorte. Oh. Und dann merke ich immer, wenn ich mal in irgendwelche Ecken putze, wo du gefühlt nur alle 6 Monate reinguckst, dann bin ich den ganzen Tag außer Gefecht gesetzt. Und dann noch Gräser. Und das, was gerade alles so Frühblüher und Spätblüher. Also ich bin eigentlich ganzen Frühling und Sommer mit meiner Nase beschäftigt. Mies. Du kannst das ja kaum genießen. Wie wäre das dann für dich vor so einem zum Beispiel Kamillefeld zu stehen, wäre das auch ein Problem, diese Pollen? Kamille weiß ich gar nicht, aber ich weiß auf jeden Fall bei Raps. Also da würde ich verrecken. Ich muss das Gelb nur sehen und dann fängt es schon an.
Ei, ei, ei. Ja. Boah, das wäre mies, wenn das dir beim bei Kamille auch passiert, weil ja. Ich stand mal vor 2 Jahren im Sommer vor so einem richtig großen Kamillefeld und da zog dann der Wind so rüber, dass das einem genau entgegen kam und das war so schön angenehm, dieser Geruch. Ach so. Ich fand den Geruch sehr angenehm. Mhm. Und wenn dann aber Allergie einsetzt, boah, oh, ja. Ja. Na, ich hatte jetzt schon so 3 Hypersensibilisierungen und die haben eigentlich schon geholfen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich wieder zurückgekommen. Das ist halt, ich hatte auch so spezielle hier Milben-Bettwäsche, aber die wissen ja meine Eltern irgendwann dann mal, aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich weil ich dann einfach keine richtige Allergie mehr dagegen hatte, ja aussortiert und jetzt, ja, das geht der Scheiß wieder los. Beziehungsweise eigentlich schon seit 8 Jahren. Oh. Wo das wieder so extrem ist. Und wie lange war Ruhe? Das müsste, wo ich 11 war. Auf jeden Fall in der 4. Klasse hatten wir dann die Hypersensibilisierung beendet gehabt. Und das war 2008, glaube ich. Das heißt, ich hatte 8 Jahre ungefähr Ruhe. Ja, das ist auch schon eine ganze Menge. Ja. Oh, okay. Da hast du bestimmt auch gehofft, dass das wirklich sich komplett erledigt ja. hat, ne? Ich hatte heute mit meiner Freundin gesprochen, die meinte, zumindest was Heuschnupfen, also was heißt nicht Heuschnupfen, aber so Frühblüher und so einen Spaß anbelangt, kannst du dich auch tapen lassen. Die schmieren das Tape mit irgendwas ein und legen das auf bestimmte Stellen an den Rücken und dann ja. Soll das helfen? Gegen die Allergie, aber. Ich habe gesagt, du sollst mal Bescheid geben, ob es wirkt. Dann würde ich mich nämlich dann auch anschließen. Weil bevor du dann halt immer irgendwie dir eine Spritze holst. Ich glaube, es gab auch noch Tabletten dagegen. Aber du musst halt immer zum Arzt rennen, ne? Aber eine Hypersensibilisierung bist du ja, glaube ich, dann jede Woche beim Arzt. Und dann, ich glaube, alle 3 oder 4 Wochen. Und irgendwann halt gar nicht mehr. Und einfach leben ist zu belassen, ne? Hm. Bei mir auf Arbeit sagen sie, ich soll ein Kind kriegen, weil da gibt es eine Hormonumstellung. Und dann kann es sein, dass die Allergien weggehen. Hast du denn schon ein Kind? Nee, nee. Ich hoffe nur, dass wenn ich mal ein Kind haben sollte. Oh verdammt, ist gestorben. Dass es dann mir keine neuen Allergien bringt, sondern ja, meine wegnimmt. Ja, sterbe aber jetzt auch das gleich. Das wäre Win-Win, ne? Das stimmt. Leben geschenkt und das eigene auch noch aufgebessert. Ja. Ich sag mal so, selbst, also wenn ich jetzt, sag ich mal, mir ein Kind wünschen würde, müsste ich erstmal von den Nasentropfen runterbekommen, weil die Nasentropfen hatte ich mich nämlich mal belesen. Die verengen die Blutgefäße und das ist für das Kind nicht so gut. Deswegen sollte man in der Schwangerschaft auf Nasentropfen komplett verzichten, beziehungsweise nur in Absprache mit dem Arzt die einnehmen. Wusste ich auch nicht. Ja, ich war auch zum ersten Mal. Ja. Weil ich hatte nämlich einen TikTok gesehen, wo dann hier es um Nasenspray-Sucht ging. Und da habe ich dann mir einfach die Kommentare mal durchgelesen und viele haben so geschrieben, ja, ich habe, scheiße, ist ein Helikopter. Ich habe für mein Kind, habe ich aufgehört, hier Nasentropfen zu nehmen. Da habe ich mir gesagt, so, hey, wie ist fürs Kind und wie fürs Baby? Wir sollten Nasentropfen mit dem Kind zu tun haben. Und dann, ja, bin ich mal drauf gekommen. Ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren, hier ist viel Action. Gut. Ja, alles gut. Am besten ist, jeder guckt so in seiner Reihe, wo die ganzen Idioten kommen. Ich kann nicht wie die Scheißhaus fliegen. Oh, er ist schon wieder gestorben. Nein. Shit.
Okay, wir müssen in den Truck steigen. Aber er wird wahrscheinlich jetzt Zuschauer sein. Ja, warte, ich steig mal in den Truck, wenn es okay ist. Ja. Ja, nimm du den mal. Kommst du? Ich organisiere den Lambo. Okay. Beziehungsweise der ist hier in der Nähe. Ja. Okay, dann stirb bloß nicht. Muss man überleben, genau. Eieiei. Heli wird nur ekelhaft werden. This is the motherload, people! We are gonna get so fucked! There's gonna be enough left over to spice up the city's water supply for months! Aber da ist doch, der hätte doch eigentlich nur einmal sterben dürfen, oder? Der ist zweimal gestorben. Aber er ist jetzt, glaube ich, Zuschauer. Ach so. Also, wenn jetzt noch einer stirbt, dann wird er auch zum Zuschauer und die Mission bricht, glaube ich, erst ab, wenn alle gestorben sind. Ach so, okay. So will ich ja quasi nicht wieder ins Leben schon fast. Ja. Bumst mich an. Oh Mann, ey, da muss ich auch schon wieder an die wildesten Songs denken. Wirklich? Was gibt's denn da für Songs? Ich glaube, es gab sogar mal einen Song, aber ich glaube, das darf auf YouTube nicht gesagt werden. Ach so. Die N-Bombe, das darf man, glaube ich, auf YouTube sagen. Okay. Oder das so zensieren, sage ich mal. Okay. Also, N-Bombe bums mich. Ach so. Oh, 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 Hubschrauber, Hubschrauber. Ja. Ah! Warte, oh, warte. Oh. Ups, das war ein bisschen zu viel. Ja. Sorry. Oh, fuck, oh. Okay, ich muss sogar aufpassen, fällt mir gerade auf. Hm. Weil ich glaube, dadurch zerstören wir den Truck auch. Ah, okay. Nicht den Rahmen. Boah, dann kann ich gleich mal zeigen, wo die Abkürzung ist. Ja. Hier gibt's eine Abkürzung. Ja. Oh Gott, ich bin gerade, ich habe gerade gepanikt, deswegen bin ich irgendwo hingefahren. Es tut mir leid. Ach so. Ja, ich panike jetzt. Also ich dachte erst, das wäre ein Anzeigefehler. Nee. Oh fuck. Ah! Die Assoziante ist einfach vor mir gespawnt. Was für ein Affe. Nein, lass mich in Ruhe. Leave me alone. Leave me be. Guck mal. Ja, genau, jetzt fahre ich wieder in diesen scheiß Polizeiwagen rein. Das kotzt mich doch an. Ist das sinnlos, dieses Spiel? Entschuldigung. So, wo muss ich hin? Jetzt links. Links? Okay. Da kommt Polizei. Oh Gott. Jetzt geradeaus, links? Wohin? Aber das stört ja gar nicht. Du musst ja, glaube ich, gar nicht loswerden. Doch, muss ich. Nee, ich muss sie loswerden. Bist du nicht los, sobald du beim Freakshop bist? Nee. Steht bei dir, schüttel die Cops ab? Ja. Ja. Okay, gut. Mir bitte folgen. Ja, ich folge dir. Warte. Warte. Auch einfach da runterspringen. Ja, ja. Genau, perfekt. Und dann? Und dann hier hoch. Ja, okay. Und das tun wir schon. Okay. Gut. Okay. Gut. Oh, aufpassen, hier kommt der Zug. Oh. Okay. Aber der ist nur auf einer Spur. Ja. Ich identifiziere mich jetzt als Zug. Was ist jetzt? Willkommen 21. Jahrhundert. Ja. Warte mal. Hier sind die Tunnel. Okay. Wenn die jetzt hier reingefahren kommen, dann fress ich einen Besen. Ist mir nur einmal passiert. Okay, gut. Wenn man nicht weit genug reingefahren ist. Aber du bist weit genug. Deine auch weg? Ja, jetzt. Wo bist du? Ach, du bist draußen. Okay.
Genau. Na, gleich. Vielleicht. Obwohl, nee, die Strecke ist eh schon kurz. Wollen wir nichts mehr riskieren. Okay, here's my suggestion. We lay low for a while. By which I mean we sit in the freak shop. Dann muss ich jetzt hin. Kannst du mir gerne folgen? Okay. Halleluja. Na, dafür, dass die anderen Missionen so relativ leicht waren, war die jetzt schon echt heavy. Ja, auf jeden Fall mit einer der schwersten. Weil wir bedenken, wir hatten die beim letzten... schwerer als die erste, ne? Stimmt, ja. Weil wenn man bedenkt, dass wir die beim ersten Mal durchspielen, gleich beim ersten Mal, ne? Abgeschlossen hatten. Jetzt brauchen ja, wir zwei. Stimmt. Ja, jetzt brauchten wir hier einen zweiten Anlauf. Aber das war beim letzten Mal auch schon sehr knapp. Das stimmt. Yay, Mission bestanden. Decksreihe beendet. Aber wenigstens gab die jetzt gerade noch gute RP. Das stimmt. Also würde mich mal interessieren, ob da vielleicht der Dr. Friedman bei einer anderen Mission, sag ich mal, ob das weiter fortgeführt wird, ne? Also die Story. Wurde bislang zumindest nicht. Hm. Die machen ja immer wieder so neue Parts auf, beziehungsweise ja. dadurch vervollständigen sie ja auch die Offline. Beziehungsweise bringen die ins Online mit rein. Ja. Und dann noch mal weitere Parts. Hm.